Olaf Scholz flüchtet aus Berlin, um der Wahl in Brandenburg aus dem Weg zu gehen. Wird er am Sonntag und auch den ganzen Montag nicht in Berlin sein, nicht im Kanzleramt? Nein, er wird noch nicht mal in Deutschland sein. Er wird auch noch nicht mal in Europa sein. Er flüchtet zu seinem Auftraggeber sozusagen in die USA. Damit aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die nächste Schweinerei der UN, sie steht bereit. Summit of the Future, nennen sie es. Am Sonntag und am Montag ist wieder UN-Generalkonferenz in New York und sie möchten dort auf dem Zukunftsgipfel wieder mal einen neuen Pakt beschließen. Olaf Scholz wird selbstverständlich dorthin reisen und damit ist er dem politischen Berlin entkommen, wenn es am Ende die Frage heißt Sonntagabend, Woidke ja oder nein, Scholz ja oder nein, oder die SPD, ja oder nein. Auch am Montag, wenn quasi im politischen Berlin die Einordnung stattfindet, wird Olaf Scholz fern der Heimat bleiben, getreu dem Motto, was interessiert mich der Föderalismus zu Hause mit einer kleinen Wahl in einem Bundesland, in dem gar nicht so viele Wähler wohnen, wie woanders wohnen. Ihr wisst, der Osten in Deutschland ist dünn besiedelt, deswegen wird auch der Osten von den Politikern so vernachlässigt. 3 von 4 Wählern wohnen in den alten deutschen Bundesländern. Genau das ist der Grund, warum sie den Osten immer ins Negative, ins Lächerliche ziehen und es nicht zu schätzen wissen, dass wir ein Deutschland sind oder sein sollten. Viele sagen, wir sind schon länger gespalten. Doch jetzt geht es hier um den Zukunftsgipfel, den Summit of the Future. Ich danke euch für die ganzen E-Mails, die mich erreichen zu allen möglichen Themen. Bitte nicht persönlich nehmen, wenn ich nicht auf jede E-Mail antworten kann. Das schaffe ich manchmal gar nicht wegen der Vielzahl von E-Mails. Und auch ich wurde hier schon mehrfach auf diesen Zukunftsgipfel hingewiesen. Es ist die 79. Generalversammlung der UN in New York und sie wollen hier die drängenden internationalen Fragen aufgreifen. Die Umsetzung der Agenda 2030 soll beschleunigt werden und so weiter und so fort. Und das kennen wir, die Agenda 2030. Das ist nicht weit weg vom WEF und von Klaus Schwab. Sie wollen alles zentralisieren und etwas mehr Richtung Weltregierung drehen. Und wo wir bei Weltregierung waren, schaut euch mal an, in der Phoenix-Runde hatten sie einen Cicero-Reporter, der mal Tacheles gesprochen hat. Es darf nicht missbraucht werden von anderen politischen Interessen. Und es gibt so gewisse Eliten, die wollen dieses Thema, habe ich das Gefühl, auch nutzen, um so eine Art Weltregierung zu installieren, genau mit den Argumenten, die Sie haben. Und das ist das, was auch bei manchen Leuten. Meinen Sie denn, was ist eine Weltregierung? Das ist eine Idee, die in mir völlig neu. Die man sagt, es ist ein globales Problem. Wir müssen es global lösen. Die Demokratie, wie wir sie jetzt kennen, und die Nationalstaaten schaffen es offenbar nicht. Das ist auch das, was sie immer propagieren. Der nächste Schritt ist ja, dass man irgendwie so eine Art, so, das ist eine, ich glaube jetzt nicht, dass das irgendjemand ernsthaft zurzeit verfolgt. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Aber Sie haben es gerade hier in den Raum gestellt. Ja, das ist ein Gedanke, der bei manchen Leuten mitschwimmt. Ja, das war wohl vorher anders vereinbart, aber hier sieht man mal wieder, dass es noch Leute gibt, die verstehen, wohin der Weg geht. Es geht darum, die Welt immer mehr zu zentralisieren, eine Weltregierung in dem Sinne zu installieren, dass sie Leitentscheidungen treffen, die dann in den verschiedenen Regionen dieser Welt noch weiter umgesetzt werden. Ihr kennt vieles von der UN, was ins Negative gezogen wurde. Das ist jetzt der nächste Angriff. Doch was bedeutet es eigentlich, wenn Olaf Scholz dorthin fährt und diesen Pakt auf diesem Zukunftsgipfel annimmt? Es bedeutet in der Rechtsfolge gar nichts, weil Olaf überhaupt nicht die Macht besitzt, das für uns hier zu akzeptieren. Das ist in Deutschland so. Olaf Scholz ist zwar Regierungschef und Bundeskanzler, aber nicht der Staatschef. Aber auch in Deutschland kann der Staatschef, also Herr Steinmeier, gar nicht das annehmen, sondern der Deutsche Bundestag, ganz genau, die gewählten Abgeordneten müssen das ratifizieren. Das haben wir zuletzt gesehen beim
Global Compact of Migration, den sie auch von der UN uns übergestülpt haben, wovor viel gewarnt wurde, viel ist inzwischen davon eingetreten. Und jetzt wird es dann hier auch so sein, soll doch Olaf Scholz dahin fahren, soll diesen Zukunftsgipfel machen und diesen Pakt annehmen. Es hat für uns in Deutschland erst rechtliche Bindungswirkung, wenn der Deutsche Bundestag mit seinen Abgeordneten in namentlicher Abstimmung darüber entschieden hat. Und damit wird dann erst das ratifiziert. Das hatten wir schon bei den Lissabon-Verträgen, das hatten wir beim UN Global Compact for Migration, das werden wir jetzt auch so haben und auch das wäre der Fall bei einem Pandemievertrag oder einem Pandemiepakt. Es gibt ein Verhandlungsmandat, was bei der Regierung liegt, aber das Ratifizieren, das kann nur das gewählte demokratische Parlament und das ist demokratisch mit allen ihren Mitgliedern, weil sie das immer wieder ins Gegenteil verkehren wollen. Sie wollen uns hier wieder keinen reinen Wein einschenken. Und Olaf Scholz ist dann vermutlich auch ganz froh, dass er am Sonntag kein Pressestatement geben muss zu der Wahl in Brandenburg. Mal sehen, ob man ihn in New York finden kann oder ob er dann auch wieder dann irgendwas vor sich hin fabuliert. Es ist völliger Wahnsinn. Aber völliger Wahnsinn ist auch, was die UN in diesem Pakt eigentlich alles machen möchte. Es gibt dann hier Grundlagen und Ursprünge des Zukunftsgipfels, das findet ihr auf der Seite der UN. Sie wollen hier zum Beispiel einen globalen Digitalpakt. Wie kann man den digitalen Raum positiv für die Menschheit gestalten, sodass Menschenrechte gewahrt und Entwicklungsziele erreicht werden? Da kommen sie dann mit Social Media Räten, die Verhaltenskodexe sich irgendwie unterwerfen. Aber auch hier internationale Finanzarchitektur, Weltraum und so weiter und so fort. Es ist völliger Wahnsinn, was sie uns hier wieder dann alles unterschieben wollen. Diskussionsgrundlage, Zero Draft, das ist das Ursprungspapier, hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was am Ende verhandelt wurde und abgestimmt werden soll. Die UN-Charta soll hier bekräftigt werden. Den Multilateralismus wollen sie wiederbeleben. Die Umsetzung bestehender Pflichten wollen sie fördern. Sich auf Lösungen für neue Herausforderungen einigen und das Vertrauen wiederherstellen. Das sind zwar alles hehre und integre Ziele, doch wissen wir, was die Grundlage eigentlich ist in der UN. Es sind alles die geschassten Diplomaten der ganzen Mitgliedstaaten. Das ist ein Hauen und ein Stechen. Es ist am Ende nicht das, wofür man es eigentlich mal installiert hat. Sie reden dann auch von Frieden und Sicherheit auf internationaler Ebene und so weiter. Und so fort. Jetzt gibt es hier Umgestaltung der globalen Regierungsführung. Schreiben Sie da selber rein. Und am Ende, wenn man dann die ganzen Dinge hier sieht, also die 15 Minuten statt, und dann es ist einfach völliger Wahnsinn. Und das passiert fernab der Öffentlichkeit, fährt dann einfach Olaf Scholz dahin. Sie beschließen irgendwas und dann kommt das nächstes Jahr oder vielleicht noch dieses Jahr irgendwo in den Bundestag. Und dann läuft das da einfach so durch mit einer kleinen Debatte von einer halben Stunde. Und Deutschland ist dann wieder um einen Teil seiner eigenen Souveränitätsrechte teilweise beraubt. Denn manchmal geht es wirklich darum, irgendwelche Kompetenzen des Staates an ein höher gelegenes Gremium abzutreten. Die EU ist das beste Beispiel. Ich bin aber gespannt auf deine Meinung und damit sage ich ciao, bis bald.